Der Bu im Schuh von Kurali Manikavel. Hast du jemals einen Bu gesehen? Das sind verspielte Kreaturen, die du nachts unter deinem Bett zu sehen glaubst. Manche sehen aus wie orangefarbene Zebras, andere wie fliegende Schnecken. Sie können dich ärgern oder zum Niesen bringen. Sie können sogar Schokolade in leeren Taschen auftauchen lassen. Puzzle der Bu sah ein bisschen wie ein Elefant aus. Nur war er lila, jedenfalls meistens, und so groß wie eine Maus. Mira stolperte eines Morgens ganz aus Versehen über ihn. Da saß er, jammernd und schnüffelnd, sein Hinterteil völlig in ihrem Schuh verklemmt. »Ich träum wohl«, dachte sie. Sie piekste ihn, um zu sehen, was wohl passieren würde. »Aua«, jaulte Puzzle. »Oh, tut mir leid«, sagte sie entschuldigend. »Ich sitze fest«, schnauzte er sie an. Er war nämlich die ganze Nacht über eingeklemmt gewesen und hatte die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder freizukommen. Mira untersuchte ihn näher. »Lass mal sehen, ob ich dir helfen kann«, sagte sie und zog ihn an den Beinen. Sie drückte ihn von hinten. Sie klopfte sogar den Schuh auf den Boden. »Ich könnte dich in Seifenwasser legen«, schlug sie vor. »Nein«, Puzzle hatte Angst vor Seifenschaum. »Wie wäre es, wenn ich Öl über dich gießen würde?«, fragte sie. Puzzle fing an zu quietschen und zu schluchzen. Er wollte ganz sicher kein Öl über sich schütten lassen. »Ich weiß, wie ich dich vom Weinen abbringe«, rief Mira aufgekratzt. Sie fing an, Puzzle zu kitzeln. Bus sind sehr kitzelig. Und schon bald wand er sich und kicherte. Je mehr Mira ihn kitzelte, desto mehr wand er sich, bis plötzlich... »Schau, du bist raus!«, schrie Mira aufgeregt und klatschte in die Hände. Puzzle blinzelte. Er schüttelte die Beinchen. Er wackelte mit dem Schwanz. Dann schüttelte er sich ganz, nur um völlig sicher zu gehen. »Juhu, ich bin frei«, trötete er und hopste im Zimmer herum. Er hüpfte auf ihre Hand und grinste. »Was wünschst du dir, bevor ich gehe? Schokolade? Soll ich deine Schule verschwinden lassen?« »Musst du denn gehen?«, fragte Mira traurig. »Ich wünschte, du könntest bleiben. Wir könnten Freunde sein.« Bus haben eigentlich keine Menschen als Freunde. Er aber quietschte. »Tolle Idee. Sag einfach, Puzzle der Bu, wo bist du?« »Und ich komme.« »Versprochen?«, fragte sie. »Versprochen«, zwinkerte er. Der Schulbus hupte laut. »Gut, nach der Schule spielen wir was. Bis später«, sagte sie und rannte hinaus.
Nach der Schule ging Mira in den Garten, schloss ihre Augen und murmelte den Zauberspruch. Ein Summen erfüllte die Luft. Plötzlich war Puzzle da. Sie lachten und spielten, bis es dunkel wurde. Von nun an waren Mira und Puzzle die besten Freunde.